Ja, wir sind heute zu Gast im Riegel L'Oréal hier mitten in Obertauern. Ein Haus der Vier-Stern-Superior-Klasse. Und heute neben mir sitzt Fritz Riegele, der Juniorchef des Hauses. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Fritz, mitten in Obertauern ein Vier-Stern-Superior-Hotel. Was charakterisiert euer Haus? Ich sage mal, prinzipiell in Obertauern gibt es natürlich viele Hotels in unserer Größenordnung. Und vor allem auch ein Großteil der Hotels sind Vier-Sterne. Seit letztem Jahr haben wir 4 Sterne Superior. Das hebt uns natürlich ein bisschen ab von anderen Betrieben. In Obertauern gibt es 3 Stück davon. Und ich glaube, 4 Sterne Superior sagt einfach, das ist auch, was hinter unserer Philosophie steckt, ist einfach das Mehr an etwas. Ja. Es ist einfach so, ein Haus in dieser Größenordnung mit der Hardware ist relativ ähnlich wahrscheinlich in Obertauern. Aber eben, wir wollen einfach uns ein bisschen abheben. Und ich glaube, das gelingt uns sehr gut, einfach durch die Leistung am Gast. Jetzt würde mich interessieren, wenn sich ein Mitarbeiter für euer Haus interessiert, was muss ein Mitarbeiter mitbringen, damit er im Riegel L'Oréal sicherlich einen schönen Arbeitsplatz findet und auch glücklich wird hier? Das ist eigentlich ganz einfach zu sagen. Das koppelt sich eigentlich auch mit unserer Philosophie. Und ich denke, damit wir den Standard halten können und unsere Philosophie leben, brauchen wir natürlich unsere Mitarbeiter. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass er Flexibilität mitbringt und vor allem auch Motivation und einfach auch das Verständnis für den Gast. Wenn ich vielleicht ein kleines Beispiel anführen darf, was bei uns zum Beispiel ist, dass man auch versteht, was ich meine damit mit diesem Mehr an dem Gast. Zum Beispiel, wir laden die Ski vom Auto aus, was wir dann in den Skistall bringen. Und es ist bei uns halt nicht dann so, dass wir die Ski dann reinstellen und fertig, die Leistung ist erfüllt, sondern wir bemühen uns dann zum Beispiel, dass wir wirklich die Schuhe auspacken, die aushängen. Vielleicht, dass er noch eine Packung Taschentücher dazu bekommt für seinen Skitag. Und das sind einfach so Kleinigkeiten in allen Bereichen bei uns. Und um auf den Mitarbeiter zurückzukommen, genau um das geht es. Er muss einfach dieses Verständnis mitbringen und auch die Flexibilität, das weiterzuführen. Und dann wird er sicher bei uns einen schönen Job haben und wir bieten da sicher auch relativ gute Rahmenbedingungen dafür. Jetzt seid ihr seit einem Jahr ein Haus der 4-Sterne-Superior-Klasse. Was ist denn jetzt genau eigentlich der Unterschied, der euch oder was ist das Mehr, das euch zu einem 4-Sterne-Superior gemacht hat? Also prinzipiell gesagt, so wie es am Papier steht, was das Superior bedeutet, das bedeutet ein 100% funktionierender 4-Sterne-Betrieb mit einer Mehr an Serviceleistung. Das ist die Definition. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich vorher erläutert habe. Da geht es einfach um das, dass man nicht jetzt, dass man einen Lift hat oder ein Schwimmbad, was so groß ist oder so ein großes Zimmer, sondern einfach, dass man den Gast ein Gefühl übermittelt und einfach ihm auch ein Gefühl übermittelt, dass man wirklich da ist für ihn und dass man ihm auch wirklich alles tut. Ja? Und das ist auch das, was wir unseren Leuten hier weitergeben, auch unseren Mitarbeitern. Wir wollen dem Gast niemals ein Nein sagen. Ja? Das ist, wir wollen uns versuchen, wirklich in jeden Wunsch zu erfüllen und das auch abseits von der Hotellerie, egal was er macht, was er braucht und welche Zeit. Oder natürlich kann man nicht immer alles erfüllen, das ist klar, aber man muss zumindest zeigen, dass man sich bemüht und das auch möglich machen. Ja? Und das fängt an, ob jetzt ein Gast, wir haben zum Beispiel letzte Woche einen holländischen Gast gehabt, der wollte einen Kräuterlikör aus Holland und natürlich 3 Tage später haben wir ihn im Haus gehabt. Das sind so kleine Dinge, was eigentlich selbstverständlich sind, aber viele andere wahrscheinlich nicht machen und darum sind wir vielleicht jetzt auch ein 4-Sterne Superior in einem Ort, wo es über 120 Hotels gibt und 3 davon sind wir vorne dabei. Jetzt vielleicht auch zur aktuellen Lage, man hört ja im Zuge der Wirtschaftskrise, sollen in Zukunft 5-Sterne-Gäste auf 4-Sterne downgraden, 4-Sterne-Gäste auf 3-Sterne downgraden. Jetzt wissen wir natürlich, Obertauern ist ein sehr schneesicheres Gebiet. Auf der anderen Seite, merkt ihr auch schon was von der Wirtschaftskrise? Also dieses Jahr haben wir von der Wirtschaftskrise nichts bemerkt. Wir haben eigentlich ein deutliches Plus dieses Jahr. Um die Frage zu beantworten, Downgrade, Upgrade. Ich glaube einfach, Downgrade ist sicher nicht gut, weil ich denke, Qualität, es ist immer noch besser, Qualität zu bieten. Und ich glaube auch, wenn man wirklich Qualität bietet, dann wird man auch das weiterhin so halten und führen können. Und dann wird es vielleicht in den nächsten Jahren einmal kleine Einschnitte geben. Aber ich glaube einfach, wenn man wirklich Qualität bringt, dann wird man auch gewinnen. Und ich denke, es wird eher die schlechter gehen, die was vielleicht auch jetzt schon Probleme gehabt haben und die was nicht so Wert legen auf das. Und ich denke mir zum Beispiel auch, wir haben einen sehr großen Stammgästeanteil und das spricht, glaube ich, auch für uns und für die Qualität. Und wir haben auch die Gäste, was dieses Jahr bei uns waren, haben eigentlich mehr oder weniger für nächstes Jahr gebucht. Und zumindest die Stammgäste, und das ist ein großer Teil bei uns. Und darum
mache ich mir jetzt eigentlich im Großen nicht wirklich Sorgen. Abschließende Frage vielleicht noch, wie lange dauert die Saison bei euch hier oben am Oderdauern? Bei uns ist eigentlich relativ eine lange Saison. Wir beginnen immer Ende November. Dieses Jahr war es am 20. November. Und es geht dann bis Ende April. Und dieses Jahr ist es genau bis 26. April. Das hat, man sagt, man hat eigentlich fast ein bisschen mehr wie 5 Monate. Und das ist auch das, was uns sehr auszeichnet hier in Oberdauern, wenn man eine lange Saison hat. Ist auch gut für den Mitarbeiter, weil er dadurch eine kürzere Zwischensaison hat. Und da können wir wirklich sehr stolz sein in Oberdauern und froh sein, eben auch durch die Schneelage. Und da sind wir schon sehr glücklich. Super, und jetzt muss ich doch noch eine Frage muss ich dir noch stellen. Und zwar, wenn du dein Haus beschreiben würdest oder euer Riegele Royal beschreiben würdest, mit welchen 5 Eigenschaftsworten würdest du es beschreiben? Die 5 Eigenschaftswörter sage ich dir gleich. Vorher sage ich nur einen kleinen Satz dazu. Ich glaube, wir sind ein Haus, was auf internationalen höchsten Standard geführt wird und auch ausgestattet ist, aber trotzdem, und das ist das, was uns sehr auszeichnet, glaube ich, es ist ein total familiär geführtes Haus und es ist immer wer da von der Familie und der Gast hat immer die Möglichkeit, gleich auch direkt zum Chef gehen, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wenn er irgendwas mitzuteilen hat. Und glaube ich, das ist eine gute Kombination von diesen trotzdem international wirklich top zu sein, aber nicht jetzt wie eine Kette geführt oder so, sondern wirklich trotzdem noch traditionell. Klein vor allem, kleiner Mittelbetrieb und familiär geführt. Und ich glaube, das ist auch das, was sich der Gast vor allem in seinem Winterurlaub erwartet. Weil ich denke mir, Leute in dem Preisniveau, wo wir sind sicher Leute, die was auch geschäftlich wahrscheinlich viel unterwegs sind, die was sie auskennen, die was die Welt kennen. Und ich glaube, wenn der dann wirklich in einen Wintersportort fährt oder auf Skiurlaub fährt, dann erwartet er sich, glaube ich, einen Kontrast und nicht wieder das Steife, wie es so ist, sondern einfach Gemütlichkeit, Herzlichkeit vor allem und Ehrlichkeit und einfach Authentizität. Ja. Und zu unseren 5 Wörtern jetzt sage ich auf jeden Fall. Bin ich schon gespannt. Ich sage auf jeden Fall einmal ein kleiner Slogan: Ankommen, wohlfühlen, bleiben wollen. Das ist unser Motto. Und dann sage ich noch: Flexibel sind wir auf jeden Fall, elegant, trotzdem modern, jung. Und eins brauchen wir noch: jung und zukunftsorientiert.